So, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind unterwegs nach Polnueva durchs Naturschutzgebiet und zwar mit dem Rad. Und dabei treffen wir auf einen Wettkampf. Jogger sind uns also dauernd entgegengerannt. Ja, der Ton ist noch nicht ganz optimal, Dani, ihr werdet es hören, aber ja, ich habe da was rausgefunden. Das werde ich dann beim nächsten Mal anwenden. Und ja, okay, dann lassen wir los. Voilà. Und jetzt geht es los. Wir gehen jetzt nach Mazaron mit dem Rad und wir sind da mitten in einem Wettkampf. Ja, da sind ganz viele Sprinter, ihr seht es im Hintergrund. Also ein Wettkampf ist, während ich hier filme, denken die, ich sei da vom TV auf die Einten. Es ist morgen früh und ja, das sind glaube ich alles trainierte Leute. Die rennen auf jeden Fall schnell. Das sind aber nicht die ersten, die sind längst an uns vorbei. Also die Gegend hier heißt Sierra de la Morerlas. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar ist das hier ein Naturschutzgebiet mit einer Piste. Und wer weiß, vielleicht fahre ich hier zurück. Es ist kein Fahrverbot. Also, jetzt geht es noch gute 9 Kilometer von insgesamt 15 nach Mazaron. Mitten in einem Wettkampf. Wir haben viel Gegenverkehr heute. Es ist Sonntag. Tipptopp. Also, wir sind mitten in einem Wettkampf hineingeraten. Ich komme mir vor wie ein Reporter. Aber ich habe keine Ahnung, außer blöd labern, das kann ich, aber kommentieren kann ich nicht. Aber ich genieße jetzt die schöne Gegend, guckt euch das Bild an. Da noch eine alte Mauer mit zwei Fensterdurchgängen. Wunderschön. Also da geht's ab. Da geht's voll ab. Ich denke, etwa 30 sind schon an uns vorbei. Der Erste, der hat einen riesen Abstand. Das muss der Profi sein. Der gewinnt auch. Ja, da gibt es ganz viele Streckenposten und Sanität und alles Mögliche. Ist uns begegnet. Und ist mal schön, einfach da voll dabei zu sein in dieser wunderschönen Natur. So, der Erste, der läuft. Das heißt, wir sind sicher am Schluss angelangt. So, das Bild hier nehmen wir gleich mit. Noch ein paar Palmen. Also, wunderschöne Gegend. Mir gefällt das. Da blühe ich immer auf, wenn ich Natur sehe. Da geht mein Herz auf. Sehr schön. So, Mazaron. Das ist unsere Richtung. Viel Gegenverkehr. Lasse ich Angie vor, damit die da nicht stört. Wunderbar. Hier ist Zwischenstation. So, ein Streckenposten. Orangen, Aranja. Sehr schön. Also, das sind, glaube ich, über 100, die da mitmachen. Und so, der Herr hat jetzt ein paar in unsere Richtung geschickt und ein paar uns entgegen. Da gibt es eine Aufteilung, warum auch immer. Ja, die ist schön ausatmen. So, da gibt es wieder ein paar Fußgänger. Wieder ein schönes Bild. Die Leute hier sind ganz entspannt, freundlich, kein Aufgeschrei wegen der Angie. Tipptopp. Ein Seitenblick, da geht es nach hinten. Ah, ist das schön hier. Da, ich fahre einhändig. Muss da aufpassen, aber es geht. Ich bin ja gut geübt.
Also es läuft recht viel, Leute. Ich bin da voll dabei. Und ihr natürlich jetzt auch, Kinder. Also ja, ich habe Freude, wenn die Menschen das machen können, was sie früher auch immer gemacht haben. So muss das sein. So, jetzt versuche ich mal zu überholen. Einhändig die langsamen, unsicheren Fahrradfahrer. Und tschüss. Da ein Streckenposten, Kontrolleur, tipptopp. Meine Insel und schönen Felsdurchgang. Ach, das ist schön. Also es lohnt sich mit dem Rad nach Mozeron zu fahren. Hin und zurück, ca. 30 Kilometer mit E-Bike locker zu nehmen. Also ein Traum, da unten auch Plätze, aber da darf man nicht übernachten. So, wieder mal Naturaufnahmen. Diese wunderschönen Sandstrände, Sandfelsen natürlich, war ein bisschen abgelenkt. So, dahinter geht es wieder in die Zivilisation. Das erste Dorf vor Puerto Mazzeron, dessen Name ich jetzt nicht innehabe, aber das kommt gleich. Also die machen einfach mit, die haben schon aufgehört zu rennen. Die sind das, sich das nicht gewohnt. Ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich bin ein Biker geworden. So, Blick noch von hier. Wunderschön. Mann, oh Mann. Jetzt muss ich schnell anhalten. Das ist schön. Das ist ein Traum. So, noch ein Felsdurchgang. Hier noch ein schöner Felsen. Und da vorne stehen die ersten Camper, da hört das Naturschutzgebiet offenbar auf. So, da ist das Tor. Da stehen auch ein paar. Und jetzt muss ich mal gucken, wie das Ding hier heißt. Also das Dorf heißt Bon Nuevo. Irgendwas ist hier neu, neue Stadt. Wunderschöne Aussicht in Bonnuevo. Bonnuevo sagen sie, das L sprechen sie nicht aus. So, die Angie ist immer noch top, fit. Jetzt geht's zu den Playas runter. Super schöne Felsen im Hintergrund. So, jetzt sind wir raus aus dem Rummel. War richtig laut. Und jetzt machen wir hier eine Pause, dass Angie was trinken kann. Wir sind jetzt über 10 Kilometer vermutlich unterwegs. Und nach diesem Dorf kommt Puerto Mazzaron. So, wir sind am Camping vorbei. Und jetzt sind wir hier an einer Flussmündung. Und man kann da unten durchfahren, am Meer entlang. Mit dem Rad. Das geht gut, zumindest mit meinem Rad. So, ich habe vorher noch die Aufnahmen kontrolliert. Wenn es zu laut ist draußen, dann spreche ich lauter, dann hat es das Mikrofon überschlagen. Schade, ich kann das nicht selber dämpfen. Ich habe es zwar zurückgestellt, aber es ist dann zu wenig. Ja, deswegen diese Ton. Schwierigkeiten, entschuldigt mich, bin mich da noch am Rantasten.
Ich muss lernen, leiser reden, weil normalerweise habe ich immer lauter geredet, weil das Handymikrofon ja weiter weg ist. Aber es kommt gut. So, jetzt sind wir an der Hauptstraße. Angie läuft schön auf dem Gehsteig und wir auf der Straße. Tipptopp. Die Architektur. Sehr schön. So, endlich habe ich den Markt gefunden. Und weil sie lauter ist, habe ich jetzt das Mikrofon zurückgeschaltet. Ich hoffe, die Aufnahmen werden gut. Ich esse gerade was. Dann geht's zur Marktbesichtigung. So, Marktleben hier. Das Zeug ist extrem günstig. 1 Euro, 2 Kilo. So, das ist die neue Krankenkasse Versicherung. Mit diesem Wissen kann man viele Krankheiten, glaube ich, vorbeugen. So, wir sind wieder auf dem Rückweg und wir müssen da irgendwo da hinten hin. Ja, haben noch ein Stück vor uns. So, wenn ihr denkt, die Schlangenbucht sei komplett überfüllt, hey, es geht noch schlimmer. Wie ihr seht, eng auf eng. Also, das ist der Camping von Roque Nuevo, genau. Oder? Nein, das sage ich. Falsch gesagt. In Bonuevo sind wir hier natürlich. Also das ist der Camping. Es geht also noch ein bisschen enger. Also sind wir zufrieden. Weil es so schön ist, gleich nochmal. Wow, diese Skulptur. Einfach schön. Ja, jetzt geht es zurück in diese Traumlandschaft, diese Natur. Guckt euch das an. Hey. Peace. Herrlich. Insgesamt über 30 Kilometer heute ist Angie gelaufen. Und sie mag immer noch. Tipptopp. Ah ja, Ayla, weil ich es noch nicht gesagt habe. Die habe ich nicht mitgenommen. Die ist 10 Jahre, das wäre ein bisschen zu viel. Das hier erinnert ein wenig an Tunesien. Ein Herdenschutzhund. Und da ist die Herde. Jetzt mal gucken, ob ich da vorbeikomme. Uiuiui. Ja, auch das müssen sie können. Ist das schön. Da sind die Schutzhunde. Alles kein Problem, keiner wird angegriffen. Die haben schon kommuniziert. Hey, wir sind keine Feinde. Ehrlich, hä? Ach, sieht das schön aus. So, wir gehen die Straße weiter. Ciao, tschüss. So, ich bin wieder unterwegs, zurück nach La Manga. Da vor uns liegt Mazzaro.
Diesmal fahre ich direkt über die Berge auf der N332. Ist ein bisschen schöner. Dafür muss ich da einen Pass überwinden, um auf Cartagena zu kommen. Ah, schön, das Gelbe. Nur was fehlt hier an dieser ganzen Landschaft? Frage. Ja, was fehlt? Der Wald, der Wald. Der ist weg. Vermutlich schon seit über 100 Jahren. Leider. Weil hier würden Bäume sicher wachsen. Aber das ist vorbei, alles abgerodet. Ach, hier oben hat es ein bisschen wieder neu bepflanzt. Es geht also. So müsste das aussehen, noch ein bisschen voller. So, jetzt geht es richtig schön hoch auf dem Pass da. Hier der Ausblick. Und wir sind oben. Ausblick runter. So weites Land, hey. So, alles beschrieben und selber lesen. Jetzt gucken wir das Land an. Ja, schöne Aussicht, hä? Das Binnenmeer von La Manga. So, ich bin wieder am Tanken, da wo die Quelle ist. Feinstes Bergwasser, Tank wieder voll machen und gleich noch waschen. So, ich bin angekommen und das ist mein neuer Platz, beziehungsweise ich stand schon mal hier, direkt am Meer mit Hecksitzgruppe, Meerblick vom Bett aus, wunderschön. Und Zahnarzt war ich jetzt heute schon, jetzt kommt dann die Brücke drauf am Freitag und dann habe ich es geschafft. So läuft das in Spanien. Hunde hinten drauf und ab die Post. So, nachdem es gestern richtig gestürmt hat, ist heute fast windstill. Und wir sind wieder an einer wunderschönen Lage, da waren wir schon mal, Naturschutzgebiet. Da unten ist zwar ein Camper, darf man eigentlich nicht stehen, aber schöne Gegend. Und da hinten Zivilisation, das, wie heißt das, Meteo-Meer. Blödsinn, das Marminor, es heißt natürlich Marminor, aber da schwimmt kein Fisch mehr, weil es eben überdüngt ist. Das machen wir jeden Tag. Jeden Tag. 1,5 Stunden. So, am Barrio ist wieder mal was kaputt. Der Bremskraftregler hinten, der Hinterachse, ja, ich sitze gerade drauf, wurde krumm, als vermutlich die Hinterachse mal abgehoben hat, voll gestrickt war. Dann war der Hebel vermutlich ganz gerade und beim Zurückfedern hat es das umgebogen. So, jetzt richtig das, schön fetten und dann kommt es wieder rein.
So, der Zahnarzt ist endlich fertig und ich kann weiterreisen. Ich stehe jetzt hier auf dieser Zunge in, wie heißt es, Metoya oder so. Und ein schöner Platz eigentlich, viel windstiller wie auf der anderen Seite. Und jetzt geht es weiter Richtung Cartagena. Ja, das Wetter ist nicht mehr ganz so toll wie auch schon. Aber Wolken gehören genauso zum Wetter. Hier der wunderbare See. Ja, und hier ein Stück Land, das nicht bebaut ist, aber es ist eine riesen Schutthalde. Da liegen überall Baustoffe herum, die man dann flach gemacht hat. Vermutlich in den 80er, 70er Jahren, weil jetzt hat es ja Gras. So ist das. Meinen Geschmack ein bisschen zu viel gebaut. Der ganze Landstrich hier ist voll verbaut. Der ganze Finger, kann man sagen, richtig verbaut. Ja. So, jetzt war ich am Rand des Sees. Hier wieder raus. So, das war es wieder von mir. Also, nächstes Video dann geht's nach Cartagena. Da werden wir ein paar antike Dinge anschauen und dann geht's weiter zu einer Kanonenfestung mit riesigen Kanonen. Ja, da fahren wir dann mit dem Rad hoch und ja, ihr werdet es dann sehen. Also, nächstes Video wisst ihr schon und dieses Video, ja, leider schon vorbei, aber es gibt ja noch einiges mehr von mir. Übrigens könnt ihr auch ganz viele alte Videos angucken von mir, also ältere, aber die sind auch hochinteressant, mit dem ähnlichen Stil auch gefilmt, wie ihr das schon kennt. Schaut doch einfach mal im Kanal und einfach so ein paar Jahre früher, da gibt es doch einiges zu sehen. Okay, dann danke, wart ihr dabei, wie immer Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!